Herzlich willkommen, Calvary Chapel, zu unserem Update am 3. April. Wir sehen jetzt in den Zeiten, in denen wir leben, dass ganz viele Dinge wir an Sicherheit verlieren. Wo wir in unserer Gesundheit, in unserer Medizin, in unserer Technik vertraut haben, merken wir, dass wir dieses Vertrauen nicht mehr so ungeteilt haben können. Wo wir vielleicht unser Vertrauen gesetzt haben in den Spaß, den wir haben können und die Freude an anderen Menschen, beim Feiern, bei Partys, bei Zusammenkünften. Auch diese Sicherheit haben wir nicht mehr und diese Freude. Und selbst die Sicherheit in das Geld geht uns nach und nach jetzt verloren, weil wir Angst haben müssen um die Wirtschaftskraft. Genau genommen ist das eine Sache, die uns als Christen gut tun kann, weil wir vielleicht erkennen, dass es nur einen gibt, der verlässlich ist. In Jesaja 41, ab Vers 21, da spricht Gott zu den Göttern der Völker, zu den Götzen. Der Herr, der König Israels, sagt zu den Göttern der Völker: Jetzt habt ihr Gelegenheit, euch vor Gericht zu verteidigen. Legt eure Beweise vor. Zeigt eure Macht und lasst uns wissen, was sich alles ereignet. Ihr wisst doch, was in der Vergangenheit geschah. Was hat es zu bedeuten? Erklärt es uns, damit wir es verstehen können. Oder sagt uns jetzt die Zukunft voraus, damit wir sehen, ob es eintrifft. Kündigt an, was einmal geschehen wird, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Sagt uns, was kommt, ganz gleich, ob es etwas Gutes oder etwas Schlimmes ist. Dann werden wir große Achtung vor euch haben. Aber dazu seid ihr gar nicht in der Lage, ihr seid nichts und könnt nichts. Wer euch verehrt, ist mir zuwider. Und wir können auch in dieser Situation, in der wir gerade sind, besonders lernen, dass auf diese Dinge kein Verlass ist, auf die wir uns vielleicht verlassen haben. Auf unsere Medizin, unsere Gesundheit, auf unseren Spaß am Feiern und so weiter. Und auch auf das Geld. Aber unser Herr Jesus, der ist verlässlich. Und er wird uns auch in dieser Situation tragen oder besonders in dieser Situation tragen, wo wir uns tragen lassen, weil wir alle anderen Sicherheiten, die wir geglaubt haben zu haben, loslassen. Damit möchte ich euch grüßen mit dieser kleinen Andacht und möchte euch nochmal einladen. Wir werden in der Karwoche Andachten haben, eine morgens und eine abends. Die werden um 6 Uhr morgens freigeschaltet, um 18 Uhr abends freigeschaltet als Premiere bei YouTube. Und da wird jeweils einer von unseren Gemeindemitgliedern eine Andacht halten, um uns auf Ostern, auf den Karfreitag und dann auf Ostern vorzubereiten. Was den Karfreitag und den Ostersonntag angeht, da wollen wir was ganz Besonderes zusammenstellen, dass wir auch da, selbst wenn wir nur online zusammenkommen, ein echtes Ostern gemeinsam online erleben können. Noch eine Sache. Leider ist es so, dass wir uns nicht mehr locker und spontan beim Gottesdienst hier in der Gemeinde treffen. Und dennoch, wir wollen in Kontakt bleiben. Wir wollen eine starke Gemeinschaft sein. Und auch in diesen Zeiten, weil wir uns gemeinsam tragen. Im Gebet, aber auch durch praktische Hilfe. Uns hilft jetzt wirklich, dass wir vor kurzem erst eine strukturierte Form der Mitgliedschaft eingeführt haben. Das ist jetzt wirklich hilfreich. Und wir sind dankbar für alle, die jetzt noch die Mitgliedschaft beantragt haben und Mitglied geworden sind. Weil es ist leichter, in Kontakt zu bleiben jetzt. Und es ist auch leichter zu wissen, wer committed ist, wer dazugehört. Es ist leichter zu wissen, wen man ansprechen kann. Kannst du mal hier helfen? Kannst du dort helfen? Oder brauchst du Hilfe? Das nimmt auch als Ermutigung, wenn ihr den Mitgliedschaftsbeitrag noch nicht, den Mitgliedschaftsantrag noch nicht ausgefüllt habt, der ist auch auf der Webseite zu finden unter Connect-Mitgliedschaft. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich auf den Sonntag, den wir wieder online gemeinsam verbringen können.